So, hallo. Mal wieder eine Runde Euro Truck Simulator 2 auf unser schöner Promoz Russmap. In Weißrussland sind wir da. Und da waren wir jetzt einfach von Gomel nach. Wo sind wir denn? Daher, wie heißt denn das Kaff da? Steht jetzt gar nicht drin. So ein. Okay. Das ist jetzt blöd. Nach Slutsk. Benzin. Genau. Sollte nicht allzu lang gehen. Das wollen wir jetzt einfach da mal abliefern mit unserem Mercedes. Jetzt mal aussucht. Auch knapp 600 PS. Sieht doch ganz schick aus. So, noch schön schauen. Klar, die war wieder nicht eingeschaltet. Das ist ja logisch. So, Licht an. Und Fernlicht. Perfekt. Geht. Horn geht. Linker. Geht alles. Okay, dann können wir starten. So. So, Navi hat ja keins, aber glücklicherweise kann man jetzt hier eins einbauen. Ja. Und dann tuckern wir einfach mal los. Tuckern, tuckern. So ein Hilfsspiegel wieder. Den brauchen wir. So, wo müssen wir denn hin? Links, okay. Okay, der Holz fährt darüber. Der wird da warten auch wieder mal. Dann schon noch Baustoff wieder an uns rein. Ah, der hat abgebogen. Ja, wunderbar. Ja, ich zähle gerade die Kaffeetasse und stelle wieder mit Erschrecken fest, ich habe keinen Kaffee. Sapperlot. Naja, geht ja nicht zu lang. Machen wir noch dazwischen einen Kaffee. Oh, halt. Alto, alto. United Company. Schöner Trailer mit dem Blau und diesem Chrom. Passt schön zu der Farbe. Der sieht nicht schlecht aus. Das sieht schick aus. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wenn diese Schwertransporte von SCS kommt. Da habe ich mal ein bisschen Vorschau gesehen von Squirrel. Das sieht ganz nett aus. Ja, da hat man endlich mal mit den langen Auflegern das Problem, dass man ums Eck rumkommt, weil die lenken alle schön mit. Wunderbar. Das ist echt, das ist eine feine Sache. Da kommt noch eine Achse dazu bei dem dann. Hat er wirklich vier Achse. Je nachdem kann man auch mit so einem fahren, die Schwertransporte. Und ja, so wie ich sehe, läuft schon ganz gut. Ne? Kriegt man ein bisschen neue Lackierung dazu. Also, sieht nett aus. Bin mal gespannt, wie das oder sowas ähnliches, wollte ich ja beim American Truck Simulator auch machen, wie das da kommt. Ob da auch so Schwertransport kommt oder was ähnliches, keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt.
Ja, jetzt fehlt mir nur noch so ein Mod, wo man ein bisschen anzeigen kann auf dem Bildschirm, wo man hinfährt. Da muss ja immer hier die F6-Taste und das Eiblende, das gefällt mir gar nicht, aber mal sehen. Ups, schau wieder. Ach, einmal nicht auf Geschwindigkeit geschaut und schon kriegst du ein Ticket, du. Super. Super, super. Aber jetzt 80, wenn ich es richtig sehe. Na, das sieht doch schick aus. So, jetzt haben wir noch eine kurze Fracht, aber mal sehen, ob wir nachher was Passendes finden. Ich war eigentlich letztes Mal in Kursk und habe gleich vergessen, dort eine Garage zu kaufen. Ja, das heißt, ich muss da nochmal hin und eine Garage kaufen. Tja, total vergessen. Dann eine Mod draußen nochmal und ein anderer LKW und schon versetzt er dann an Anfang zurück. Upsi, Zug. Langsam. Ja, das können wir auch. Das ist schon klasse gemacht. Der Trailer ist echt klasse. Finde ich cool. Jetzt komm, hoppel drüber. Mit deiner Nachvorgeleine da. Boah, jetzt hält der, was ist denn der? Kommt da nochmal einer? Wie jetzt? Tatsache, kommt nochmal einer. Na super duper du. Na, zweimal hintereinander, na echt klasse. So, jetzt aber drüber, komm, hurtig, hurtig. Sonst kommen wir ja nie an. Also komm, zieh mal. Oh, 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 oh. Na, er schafft's. Na, jetzt läuft's. Hallo, du Kühe. Mal die Kühe verschrecken hier.
Ach, da muss ich ja noch meine ganze Twitch-Einstellung machen. Ja. Den Bot richtig einrichte da. Ups, was ist denn das? Hühner auf der Straße, ja, träume ich denn? Was ist da nochmal eins? Weg du! Gehst du weg, du Huhn! Ja, sag mal. Leute, fangen da ihre Hühner ein hier, oder? Was ist denn das? Sind wir schon da? Das kann nicht sein, oder? Ah, aber grüne Welle, cool. Dann durchpfeifen. Oh, stoppt wieder. Jedes Mal in der Stadt. Oh, stoppi. Jetzt dachte ich, hätten wir mit der 1070er hier was Gutes getan. Aber Mascha hätte doch die 1080 oder noch was schnelleres nehmen sollen. Und dann gleich die schnellste CPU dazu. Aber dann stockt es wahrscheinlich immer noch. Ja, egal. So ein bisschen außerhalb geht es ja wunderbar. So, dann tun wir mal die Promo jetzt ein bisschen abklappern da an die Rust-Map. Dann auch ein bisschen was sehen von der Sache hier. Landschaft ist ja jede Menge zu sehen hier. Ja, das Ding geht auch, ne? Oh, jetzt geht es wieder los. Oder am Straßenrand stand, da gehen weg. Ja, rote Ampel, yes, Gas weg. Oh, guck mal, 1er BMW. Na? Ah, 1er BMW. Cool. Was schon wieder tötet? Ja, spinne ich denn? Oh, jetzt geht die Huberei wieder los.
Auf der Russmap, da hupet sie doch wie verrückt da. Und da bleibt sie schon dahinter stehen. Oh. Ja, ja. Oh Mann. Jetzt kommt nichts huben, fahren. Bursche, du lebst da gefährlich da. Mit einem Presslufthammer, was kann der sagen? Da wird jetzt tatsächlich überholt. Oh, da hängt schon wieder die Büsche rein. Das kann ich ja brauchen wie Sau. Guck mal, da fährt schon durch die Büsche verstaucht. Oh, ich glaube, da vorne ist schon zu Ziel. Jo, Tatsache. Alles klar. Hey, Sportplatz. So, jetzt glaube ich, muss ich hier rein. Ne, halt. Nein, erst beim nächsten. Oh, alles klar, schon bei Ihnen auch falsch gefahren. Da müssen wir rein. Na. Komm rum. Ja, passt. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft.
war wahrscheinlich nicht so unser Ziel. Okay. Was macht ihr jetzt hier? Ob ich stehen bleibe? Jawohl. Wo muss ich jetzt zu der Tankstelle? Oder? Tatsache. Echt? Okay. Wie rum jetzt? Ah, sieht aus von der anderen Seite. Okay. So, schöne Eiziele. Passt. Und abhängen. Okay, funktioniert ja. So, jetzt müssen wir nur gucken, was wir als nächstes nehmen.